Der VfL Wolfsburg kämpft in der Saison um das sportliche Überleben, so viel zur Theorie. Denn auf dem Spielfeld war von Kampf oder Leidenschaft schlichtweg gar nichts zu erkennen. Die TSG Hoffenheim kombinierte sich weitestgehend ohne Gegenwehr durch das Mittelfeld bis in den Strafraum. Vor allem über linke Wolfsburger Seite, bei der Elvis Rexbecher erstmals von Beginn an ran durfte, spielte sich Hoffenheim Chancen im Minutentakt heraus. Serge Gnabry leitete schließlich das hochfernte 1:0 ein, indem er auf Florian Grillitsch steil spielte. Der Österreicher legte von rechts flach zurück ins Zentrum. Dort rauschte Nico Schulz heran und schoss ungehindert zu 1:0 ein 18. In der Folge hätte alleine Andrej Kramarik mit 4 Großchancen Partie frühzeitig entscheiden müssen, 24., 33., 38., 41. Zusätzlich traf auch noch Gnabry Latte, 32. und Dennis Geiger verzog hauchdünn, 40. Bei Wolfsburg ging sowohl offensiv als auch defensiv gar nichts. Bruno Labbadia schien am Rand fast mehr Laufarbeit zu verrichten als seine Spieler auf dem Platz und so konnten Wölfe sich nur verwundert schütteln, dass es lediglich mit einem 0:1 in Halbzeitpause ging. Nach der Pause kam Wolfsburg etwas besser in Partie und hatte durch Daniel Didavi, der den Ball aus 8 Metern an das Außennetz setzte, zumindest einmal einen Abschluss. Letztlich war es aber weiterhin viel zu wenig, was Gäste auf den Platz brachten, so dass Gnabry mit einer tollen Körpertäuschung gegen Jeffrey Brummer und einem platzierten Linksschuss aus 17 Metern ins rechte untere Eck Partie voranschied, 77. 3 Minuten später konnte man gesamte Wolfsburger Leistung exemplarisch am 3:0 ablesen, als eine eigentlich harmlose Hoffenheimer Hereingabe von Robin Knoche beim Klärungsversuch so unglücklich an das Bein von Joshua Gila-Vogui geknallt wurde, dass der Ball von dort zum Endstand ins eigene Tor sprang. Während Hoffenheim nun von einer europäischen Wiederholung träumen darf, dürften auch Wölfe einem Déjà-vu immer näher kommen, denn Relegation droht Niedersachsen erneut zur Evision. Die Stimmen, Kuhn Castells, VfL Wolfsburg, wir haben ganz gut angefangen. Dann bekommen wir ein Gegentor und alles fällt zusammen. Das Spiel hat gezeigt, dass wir derzeit kein Selbstvertrauen haben und verunsichert sind. Wir müssen jetzt Erfahrungen aus dem letzten Jahr nutzen und es in der nächsten Woche besser machen, Peter Görlich, Geschäftsführer 1899 Hoffenheim, es gibt gar nichts zu meckern. Wir haben hier ein ganz tolles Spiel gemacht und das Spiel immer kontrolliert. So richtig hoch ist der Puls heute nicht gegangen. Wir machen eine konstant gute Arbeit, wir einfach so fortsetzen wollen. Paul Verheck, VfL Wolfsburg, es gibt viele Baustellen bei uns. Wir bekommen 3 Tore, haben selbst kaum Chancen. Wenn wir so weiterspielen, dann wird es sehr schwierig. Wir hatten viel zu viele Ballverluste, haben ohne Überzeugung gespielt. Die Situation ist nicht einfach, das Selbstvertrauen ist nicht da. Man hat heute gesehen, dass wir in vielen Belangen dem Gegner unterlegen waren. Kevin Vogt, 1899 Hoffenheim, ich denke, dass wir heute gut gestanden haben und uns auch nach vorne viele Chancen herausgespielt haben. Das einzige Manko, das es gab, war, dass wir nur mit 1:0 in Halbzeit gehen. Wir haben jetzt 2-mal hochfernd in Folge gewonnen. Wenn wir da jetzt eine Konstanz hineinbekommen, dann können wir in der Tabelle noch klettern. Tweet zum Spiel, tatsächlich wirkt es bisher nicht so, als konnte Bruno Labbadia dem Wolfsburger Spiel in irgendeiner Form neue Akzente einhauchen. Das Spiel auf Wolfsburg ist nicht ganz dicht, die linke Seite ist bereits in der gesamten Saison das größte Wolfsburger Problem. In Hoffenheim verhält Bruno Labbadia Elvis Rexbecher zu seinem Startelfdebüt. Und der Youngster war damit komplett überfordert. Seiner eigenen ganz schwachen Vorstellung kam hinzu, dass Daniel Didavi so gut wie keinen Schritt mit in Defensive machte und Rexbecher so permanent vor unlösbare 1:1 oder 1:2 Situationen stellte. Die Statistik, 9 Tage nach der Geburt von Julian Nagelsmann, 23. Juli 1987 bestritt der Spieler Bruno Labbadia sein erstes Bundesligaspiel, 1. August 1987. Video, kicker.tv, der Talk, die komplette Sendung mit Schaf, Slomka und Bumble.